Ich glaube das nicht so gut. Ich glaube, das ist nein. Nein. Ich glaube, ich sehe dich. Hi. Wollen wir Händchen halten? Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Door in the Basement. Wir laden mal 10.15 Uhr, 10.33 Uhr. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Bin ich ein bisschen zu groß hier in der Ecke? Ich hoffe, ihr seht alles. Wenn nicht, dann muss ich mich gleich noch mal ein bisschen kleiner machen. So. Wo waren wir denn? Das war... Das ist aber auf einmal laut. Ah. Haben wir das gelesen? Patient? Ich glaube nicht. Patient Benjamin Benjamin Taylor. The patient likely so. Der Patient leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. By discovering the bodies of his fellow campers during a week. Oder haben wir das doch gelesen? Die posttraumatische Belastungsstörung ist entstanden, weil er die Körper von seinen Kumpels, Campers, ich glaube nicht, dass damit Camper gemeint sind, ich glaube, ich blick das gerade nur nicht, oder doch, während eines Wochenendtrips im Green Valley Forest. Okay, es könnten doch Camper sein. Over 4 weeks of observation, the patient condition has nach 4 Wochen Beobachtung des Patienten hat sich das alles nicht verbessert. Und so, we will move to cognitive behavior therapy. Für die nächsten 8 bis 12 Wochen werden sie eine kognitive Verhaltenstherapie machen. Irgendwie sowas. Das, klingt nicht so gut, der arme Mann. Bin ich hier einfach nur zu dem Raum gerannt gewesen und habe das alles nicht gesehen? Ich erinnere mich nicht, das ist noch nicht so lange her. Wo kam ich denn? Ich kam bestimmt hierher, oder? Ich gehe nur mal einmal kurz ums Eck gucken. Ja, gut. Muss ja wohl irgendwie, weil von dem Schiff da kam ich nicht. Okay, da ist der Safe Room. Ist nichts mehr. Oh, okay. Ja, also würde ich auf jeden Fall laufen in meinem Keller, meinem Minenschachtkeller. Ach ja, ich kann ja nicht springen. Ha, ha, ha. Ob wir ganz am Schluss auch noch, falls ihr euch erinnert, die Kiste mit dem gelben Tapern finden. Nicht, dass sie irgendwo zwischendurch war und ich habe sie übersehen, so hier so am Rand. Willst du es nicht aufheben? Oh, ach so. Das ist ein noch. Hier scheint etwas ausgebrochen zu sein. Das ist ja nicht so fein. Ein Zettel. Ich habe eine Frau namens Zoe getroffen. sie ist normal, so wie ich. Wer ist schon normal? Sie scheint genauso verwirrt zu sein wie ich. Aber wir haben dieselbe Geschichte. Eine mysteriöse Tür erschien einfach und als sie durchging, ist sie auch hier unten gelandet. Wir werden uns aufteilen. Super Idee.
Thought to look for anything that might point to, suchen nach irgendetwas, was vielleicht den Weg nach draußen aufzeigt. Vielleicht finden wir noch mehr Leute wie uns. Von Markus. Ich finde das sehr gemein und fies, dass während man liest, das Gefühl hat, es passieren Dinge um einem herum, aber es passiert eigentlich nicht. Ich glaube das nicht so gut. Ich glaube, das ist... Nein. Nein. Was soll ich denn jetzt tun? Okay. Frage beantwortet. Kommt der mit? Okay. Wer war das? Kannst bitte den Baustrahler mitnehmen? Das ist nicht nett. Ich mag das nicht. Ist das dunkel? Achso, es wird wieder hell. Okay. Was zur Hölle? Okay. Dein Darm brennt. Okay. Sag mir wohl in diese Richtung. Ach, jetzt auch noch durch Wasser latschen. Wie kann denn hier im Keller ein Himmel sein? Also alles ganz entspanntes Wäldchen hier. Wird überhaupt nichts passieren, bin ich mir sicher. Kannst du mal so eine Fackel mitnehmen? Das ist das Ende der Map. Ist ein Berg, okay. Muss ich vielleicht immer zu den Fackeln laufen? Ich laufe einfach mal zu den Fackeln. Hier ist bestimmt keiner. Also keiner mehr, der lebt. Ja, das ist ja, ja. Okay. Wieso zur Hölle waren diese Viecher so riesig? Ich hab dich drauf? Nein. Oh, ein großes Feuer. Ich bin sehr irritiert. Ja. Dieser Ort macht keinen Sinn. Ja, das, da gebe ich dir recht. Ich dachte, wir sind hier irgendwo tief im Untergrund, aber da ist, hat sich ein Tunnel geöffnet. Up into the Marsch. Marsch? Sorry, ich weiß nicht, was das heißt. Stubrock Walls. Wahrscheinlich, also das, wo wir waren. Ne? Umgeben von Steinwänden. Aber es fühlt sich an, als wäre es draußen. Ja, seht ihr? Das habe ich auch gesagt. Climbing these walls, die Wände hochzuklettern, scheint unmöglich. Ich habe ein kolossales Skelett gefunden. One of them looks almost, einer von denen sieht fast menschlich aus, aber das Gesicht fehlte. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber gut. Am Eingang habe ich eine große Statue gesehen. Was heißt das?
DeFi, DeFi. Egal. Die Things, ich bin hier für, egal was diese Dinger sind, die sind hier schon lange Zeit. Mich irritiert das, ne? Irgendwann ist hier denn auch wirklich was bestimmt. Oh ja, wir können Fernsehen gucken. Oder auch nicht. Strom sparen. Das alles, oh, ob das alles Strom und Wasser von unserem Keller ist. Überleg mal, was der für Kosten hat. Das könnte erklären, warum wir hohe Kosten hatten. Ne? Hi. Sibyl. Geheimnisse für die Augen? Aber du willst deine Augen nicht geben. Was war das? Komm zurück mit Augen. Okay, also Sibyl, dieses Händchen, das eiskalte Händchen hier möchte Augen. Tust du mir was? Jetzt möchte sie keine Augen mehr. Was? Nee. Ich habe doch gerade Schritte gehört. Mich verarschen. Ist ja mein Keller vielleicht? Nein. Ach, es waren keine Schritte. Ah. Ja, lieber das als Schritte. Kann ich mich umbringen, wenn ich das Haus finde? Ah. Ah. Okay. Nicht so gut. Kein Radio, bisschen Abwechslung hier. Würde euch vielleicht mal ganz gut tun, wenn ihr schon nichts sehen könnt. Hm. Ich hab's schon leise in meinem Ohr, aber es wird einfach irgendwie immer lauter gefühlt. Und ich wette, hier ist gleich auch wieder jemand, der mich verfolgt. Was ist das? Hm. Gut, ich habe schon mal ein Auge. Ist das ein Save Room? Ja. Es werden immer mehr vermisst gefühlt. Austin, Charlotte, Henry Tate, hat man den schon? Das war der Penner, ne? Das ist auch still drin und hier beginnt das wieder. Ein Zettel, ein Hinweis. Benjamin Taylor, schon wieder Patientenbericht. Ich habe den Patienten gefragt, du sagst ja eine, ob er das Tier beschreiben kann, was er beobachtet hat hier in diesem Green Valley Forest, wo da seine Kumpels umgebracht worden sind. Told me that a monster was, sagte mir, dass ein Monster dafür verantwortlich war. Er beschrieb es den Attackierer, heißt das Attackierer? Das Monster. Als Endlers. Boah, ich bin heute Morgen nicht so, also bei mir ist morgen, bin nicht so gut im Übersetzen. Große irgendwas, Stan hat aufrecht gestanden auf zwei Beinen. Egal, es war sehr weit weg und moving back und ist in die wieder in den Wald gegangen. Und mich machen diese Geräusche kirre. Ich höre Schritte. Das waren doch Schritte. Alter! Nein! Verarsch mich nicht. Was? Was passiert denn hier? Okay. Ist das langsam oder aus? Okay.
Also, war das nur, um genau das zu erreichen, dass ich... dass ich so reagiere, wie ich reagiert habe. Lass mich in Ruhe. Was bin ich denn so empfindlich heute? Ich speichere nochmal. Moment, brauche noch einen Schluck Kaffee, damit ich mir richtig erschrecke. Ja, hier ist schon wieder ein Käfig offen. Aber warum Patient? Warum liegt das hier unten? Ja, Markus schreibt, dass das Aufteilen nicht funktioniert hat. Wer hätte das gedacht? Jeder für sich alleine wurde attackiert von großen Shambling, ich weiß nicht, Kreaturen. Nein, das ist mir jetzt scheißegal. Wir waren in der Lage zu entfliehen, aber wir sollten von nun an zusammenbleiben. Ja. Während wir getrennt waren, hat Zoe ein Messer gefunden. It's not very effective against this creature, but it could be useful. Oh nein, es heißt bestimmt, ich muss gegen die kämpfen. Also es ist jetzt gerade nicht so effektiv gegen diese Kreaturen, aber es könnte nützlich sein später. Wo ist denn das Messer von Zoe? Da laufe ich mal nicht runter durch. Wer weiß, was das für ein Sif ist. Es ist doch verdächtig, dass man hier so im Kreis drumherum laufen kann. Ich wette, ich muss gleich wieder wegrennen. Was liegt da? Oh nein, nur Müll, okay. Ja, das sind halt Kellergeräusche, ne? Einfache, ganz normale Kellergeräusche. Warum ist hier nichts? Warum soll das ist doch, warum laufe ich denn hier rein? Halte das alles für Absicht. Was habe ich gesagt? Ah. Du Arschkeks. Ist das mit anderen? Wieso? Muss ich jetzt schnell da hoch und das wieder anmachen? Wo ging es denn da hoch? Hier? Nein. Ich mach das jetzt einfach mal. Hat das was gebracht? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass der nicht mit da durch ist. Okay. Wo war das mit... Wo war das eiskalte Händchen? Ist das das Händchen? Ah, doch, Gott, dir geht's nicht so gut. Geheimnis für die Augen? Ja. Ich habe ein Auge gefunden. Returns of this place do what they can to feed
Was? Inhabitants, heißt das die Insassen? Von diesem Ort tun, was sie können, um es zu füttern. Aber es ist sehr alt und die Aufgabe endet nie. For as long as your world is. Für die Zeit, die deine Welt existiert hat, has been here waiting to receive it. Ist unsere hier gewesen und erwartet die Ernte. Danke, Hähnchen, fürs Erzählen. Okay. Okay, kann ich gar nicht durch. War hier noch was anderes? Weil ich habe ja jetzt die Ventilatoren so hoch gestellt. Ich habe ein bisschen den Überblick beim Wegrennen jetzt verloren. Nee, okay. Ich muss wieder da im Händchen vorbei hin. Es tut mir leid, ich weiß auch nicht, warum ich so einen Frosch im Hals habe. Ja. Dann muss ich doch wieder da hoch. Das wieder ausmachen, weil ich muss ja irgendwie wieder. Und da bin ich doof. Oder muss ich vielleicht warten? Ist das Vieh kommt von hier aus? Ich sehe nichts. Ja, ich weiß, die Geräusche sind noch fake. Also hoffentlich. Nur um sicher zu gehen. Also hier ist jetzt irgendwo so ein Penner und ein anderer ist weggelaufen. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich das irgendwie verkackt. Ich glaube, ich sehe dich. Hi. Wollen wir Händchen halten? Ich habe nur keine Händchen, ich habe auch keinen Körper. Okay, also wenn du da bist. Okay. Renne ich da jetzt durch, oder? Scheiße. Ich gehe zum Licht. Ich gehe nicht zum Licht. Deine Ausdauer ist schon wieder vorbei. Wo ist mein Ausdauerbalken? Habe ich nichts, sowas. Was muss ich denn tun? Was muss ich tun? Ah!
Sie kriegen viel schneller als ich. Wohin, wohin, wohin? Das war bestimmt nicht richtig. Nee, ich gehe wieder zu den Plattformen. Weil die können bestimmt nicht mit auf die Plattform. Ich kann da nicht springen. Was, wie soll denn das gehen? Okay. Irgendwas muss ich verschieben. Aber doch nicht mit Monstern, die mich verfolgen. Kann ich irgendwie auch schleichen? Was war das? Was? Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Da war doch gerade eine Hand oder so. Okay, ich gehe mal ruhig hier durch. Also bis ich jemanden sehe. Hier ist ein Zettel. Der Patient, Benjamin Taylor. Dem Patienten geht's besser. Dass he struggled in dealing with a dramatic. Nicht nur, dass er mit der dramatischen Erfahrung kämpft, but he has also begun to experience stress in. Ach so, ist not improving. Entschuldigung, ihm geht's leider nicht besser. Ich dachte nämlich gerade, wie ihm geht's besser und er struggelt hier. He has also begun to experience stress-induced Stress. Oh Gott, kann das passieren, dass man durch Stress Halluzinationen bekommt? Wenn das jemand weiß. Um Gottes Willen, wer weiß, was ich schon gesehen habe. Speziell dadurch sieht er diese Tür, die in seinem Keller erscheint. Das heißt, wir durchlaufen gerade unseren Stress, ja? I'm going to assign the patient some group therapy. Also er soll jetzt Gruppentherapie kriegen, um zu sehen, ob mit anderen, die ähnliche Erfahrungen haben, zu reden, ob das hilfreich ist. Also wenn ich eine Gruppe habe und die sagen alle, die haben manchmal eine Tür im Keller, die sich öffnet. Ich weiß ja nicht. Also wäre ich dann der Therapeut, wäre mir das ein bisschen gruselig. Kam ich hierher? Nee, das war eine andere Brücke, die ich vorgegangen bin, ne? Okay, da ist eine Tür. Ah, okay. Ich habe hier, glaube ich, Hebel. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich hier keinen höre. Oh Gott. Okay. Komm. Hör auf jetzt. Ich will mich hier konzentrieren. Nee, das macht keinen Sinn. So war es vorher, oder? Okay. Klick. Ja. Hä? Nur zwei? Was ist denn das? Was mit den restlichen Dingern?
Dies macht keinen Sinn. Ich glaube, ich komme von da unten. Also muss ich ja erstmal, weil ich kann da ja nicht so über Kreuz. Darüber. Dann dahin. Nee, das hat da irgendwie nichts mit zu tun, glaube ich. Es gibt doch bestimmt noch irgendwo so Dinger, oder? Da hinten vielleicht? Nee, ich denke, so ist gut. Ja, okay. Rastet das dann ein, wenn es richtig ist? Okay. Das sieht doch gut aus. So, da kommt man jetzt entlang. Ja, ich komme zwar nicht zu der Tür, aber das kann man bestimmt von der anderen Seite machen. Ne? Da? Da. Ja, wenn ich da hier wieder hinfinden sollte. Haben sie auch gut getimed. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich zum Safe Room brauche, weil eigentlich möchte ich gerne die Folge beenden. Bin heute nämlich auch ein bisschen schreckhaft. Vorhin was rausgeguckt. Ich habe schon wieder Verfolgungswahn. Gott, das wäre was für meine Mutter, hier so zu stehen ohne Geländer und so. Ich meine, für mich wäre es jetzt auch nichts, ne? Ich würde auch nicht laufen, geschweige denn rennen. Ich würde kriechen. Ich war einmal auf dem Flachdach für meine damalige Satellitenschüssel. Da ist eigentlich genug Platz gewesen, aber ich bin gekrochen. Ich Angst hatte, dass eine Windböe kommt und ich vom Dach falle. Ich bin jetzt nicht so leicht, aber in meiner Vorstellung war es so. Also nicht, dass ich leicht bin, sondern dass ich vom Dach geweht werde. Ein Hinweis. Ja. Ein Hinweis? Zoe ist weg. Ja, wieso? Ich dachte, ihr wollt zusammenbleiben. We found a place to hide and get some sleep. Wir haben einen Ort gefunden, an dem wir uns verstecken konnten, um ein bisschen zu schlafen. Aber als ich aufwachte, war Zoe nirgendwo mehr zu finden. Ich habe das umgebende Gebiet, immer und immer wieder abgesucht. Es sind jetzt schon ein paar Tage, aber sie ist weg. Und ich bin wieder alleine. Ja, okay. Oh. Okay. Zoe? Steht Zoe dann jetzt hier auch mit bei? Nein. Kann ich nicht lesen. Okay. Dann
schauen wir in der nächsten Folge mal, ob wir Zoe finden können und was es mit diesen Tentakeln und dieser Maske auf sich hat. Und ja, dann Dankeschön fürs Zuschauen, mir beistehen. Ich weiß, ihr sendet es mental. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was ist mit meinem Auge los? Mach das Auge auf. Sag ordentlich Tschüss so. Tschüss.